Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier Rennsonntag auf Beisler Race, der große Preis von Belgien Spa-Francorchamps in Grand Prix World. Nachdem der Timo Scheider uns die Verabschiedung gemacht hat im Qualifying. Einfach so, gell, den haben wir gar nicht eingeladen gehabt, der ist einfach reingeplatzt, gell, in die Kabine und wollte auch mal was dazu sagen. Und dann haben wir ihn danach aus der Kabine weggeschoben, gell, so wie es sein muss. So, das war wieder der kurze Joke. Wir sind jetzt beim Rennen und wir haben beide auf eine Einstoppstrategie geschickt, Nobien, was sich auch in Spa, glaube ich, anbietet. Der Beisler Ende 21, der Le Gall fährt 4 Runden länger. Und wir hoffen, dass der Regen kommt. Wir haben ja gesehen, im Ende des Qualifying starker Wind, gell? Also starker Wind kann bedeuten, es könnte regnen. Und das könnte die Stunde von Michael Beisler sein. Wir speichern nochmal Spielstand 10, unser Sicherungsstand. Novin hat schon gesagt, Runde 37 ist die imaginäre Speicherrunde. Ja. Und dann gehen wir mal ins Rennen, ne? Richtig. Alle auf Wertungsrunde, die Fahranweisungen in der ersten 2 Runden voll. Dann machen wir sie runter. Der große Preis von Belgien. Novin ist gestartet. Und Lukas Beard eine Stop and Go wegen Frühstart. Aber, Lukas, der kam von Platz 8, also das war nicht klug. Und Le Gall führt, Beisler führt, jetzt schieben sich die Beisler Renault da die Plätze zu. Bitte, hold the position. Ja, schießt euch nicht ab und hold the position, wird da von Andreas Müller reingerufen. Bitte kein Scheiß, es geht hier ja auch um die Konstrukteure. Aber schau mal, beide setzen sich ab. Ein Williams ist Dritter, das dürfte Rosberg sein. Und Lukas Bär mit dem Frühstart, der wird an die Box müssen. Ja. Und da werden die Ferrari schon massiv durchgereicht. Wieder mal schlechter Start von den Ferraris. Michael Beisler führt, Yannick Le Gall Zweiter und Dritter wird Nico Rosberg. Eichert auf 4, Michael Schumacher und der Iceman. Lukas Bär schon abgebogen, das geht hier recht schnell. Der hat den Anschluss verloren. Damit ist es gut für den Eichert, gell, wenn er in die Punkte kommt. Richtig. Und Schweizer miserabel weggekommen. Oh, Hamilton hat ihn schon. Und hau mal hier, wer noch gut weg ist. Heinz Harald Frenzen. Und wenn es regnen sollte, dann müssen wir ihn im Auge behalten. Das haben wir ja gesagt. Das ist ein Strategiefuchs. Der hat die verrücktesten Strategien. Oh. Vorne die beiden Beisler Renault. Gut, eine Sekunde auseinander. Kann man sich hier angucken übrigens. Le Gall 1,1 Sekunde. Rosberg 3, Eichert 4. 4,3, 4,9 und weiterhin Beisler vor Le Gall. Ich würde sagen, eine Runde machen wir auch die voll aggressive Fahranweisungen. Dann aufgrund des Motormanagements, dass wir das schonen, können wir dann ja ein bisschen runtergehen ab der dritten Runde. Das mache ich jetzt in ein paar Rennen so, Novien. Aber weißt du, es geht ja um den Fahrzeugzustand, da möchte ich nicht so viel riskieren. Der Le Gall hat übrigens gelernt mittlerweile, ich habe schon offscreen zum Novin gesagt, wer sich an die erste Renne erinnert damals vor 2 Jahren, wo man angefangen habe, der konnte mit den Reifen nicht umgehen und es hat der Le Gall gelernt, Reifen schon zu fahren und der wird ja zu Braun gehen. Ich bin mal gespannt, ob er was schafft. So, Beisler, dritte Runde, gleich die Fahranweisungen etwas runtersetze. Wenn man den Abstand im Auge habe, 2,1 auf Rosberg. Gehen wir mal ein bisschen weniger aggressiv zu Werke, oder? Weil der müsse den Motor, du weißt, Spa und Monza sind die motoranfälligsten Strecken. Richtig. Und beim Le Gall machen wir dasselbe auch, weil der Motor muss die Distanz halten. Aber wir haben uns jetzt mal ein bisschen absetzen können. Ich bin mal gespannt, ob die Strategie greift und was das Wetter macht.
Oh, der Legal und der Wertungsrunde bleibt unten eingestellt, Novien. Die können sie machen, aber die Fahreranweisung wieder mal ein bisschen auf behutsamer Stelle. Aber Legal könnte jetzt hier den Rosberg aufhalten für den Beißler, oder? Das ist doch hier so die Taktik, die er machen könnte, denn der Beißler zieht ja schon ein bisschen dem Legal weg. Ist das eine Taktik, die der Legal machen könnte? Er ist schon 1,7 hinterm Beißler. Immer auf der Beißler, der ist schon fast 4 Sekunden vor Rosberg. Läuft im Moment für Beißler Renault, würde ich sagen. Ah, Schumacher nur Fünfter, aber immerhin, der kämpft. Oh, guck mal, das sind um Tausendstel zwischen Eichert und Schumacher. Die beiden Michaels im Feld, sind ja drei Stück, die Michael heißen. Beißler, Eichert, Schumacher, gell? Und es sind nur 19 Autos im Rennen. Wir erinnern uns ans Qualifying. Alonso gesperrt, da werden wir herausfinden nach dem Rennen, was da war. Ich tippe ja mal auf illegale Fahrhilfe, gell, Novien, du auch. Und Grün, der Letzte, der es noch geschafft hat, nicht qualifiziert, Coulthard und Barrichello. Ist natürlich peinlich für beide. Ja, vor allem für oh, da ist einer raus, das ist Lukas Bär. Nach dem Frühstart ist die Hydraulik im Hintern gegangen. Aus für Lukas Bär in Runde 4. Also der Eichert wird sich da freuen, denn der festigt Platz 3. Ja, Anfang der Saison war Lukas Bär ziemlich stark. Zum Ende hin hat er ziemlich viel Pech, würde ich mal sagen. Und Unvermögen. Hat ja auch schon eine Disqualifikation wegen Fahrhilfe gehabt. So, bitte die gelbe Flagge beachten. Auch dafür gab es schon eine Strafe vom Le Gall in der Saison. Der hat auch schon eine gelbe Flagge missachtet, der Beißler auch schon. Schau mal der Beißler an, das Setup, wo wir ihm gegeben haben, scheint ihm zu liegen. Mit der Strecke kommt der Beißler besser zurecht als vor einer Woche in Ungarn, oder? Absolut. Und du kommst ja mit der Strecke auch zurecht, Novien. Ja, genau. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einfach ins Verfolgerfeld mit Nico Rosberg und Michael Eichert. Und dem Iceman jetzt. Der Iceman ist jetzt dran. Natürlich. Verfolgerfeld. Im Boxengassenkanal. Ja, da verweisen wir unseren Kollegen Burkhard Nubenay und natürlich Champ 92. Der sitzt heute auch mal beim Burkhard in der Boxengassenkanal, gell? Der ist da angereist und kommentiert mit Burkhard zusammen dort die Geschehnisse. Wir sehen, dass der Beißler. Genau, nach Bosnien-Kroatien, wo er sich in Real aufhält. Also wenn das Video, ja, wenn das Video hier rauskommt, ist er auch schon längst wieder daheim. Aber schau mal, was mir auffällt, der Beißler und der Le Gall spielt jetzt, glaube ich, doch leicht Straßensperre jetzt. Ich glaube, der. Sagen würde die faule Schikane. Ja, aber der Le Gall macht das schon teamdienlich. Er ist noch immer 2 Sekunden vor Rosberg, also ist es noch nicht einbremsen in dem Sinn. Aber der Beißler, der. Das Setup scheint ihm zu liegen und wir sehen, in Spa unter Trockenen ist sogar eine Siegchance drin. Ohne Regen. Aber wenn der Regen kommt, ist das natürlich Beißlers große Stunde, Novien. Wir wissen das. Ich erinnere an Brasilien. Ich erinnere an Barcelona. Ich erinnere an Silverstone und ich erinnere an Österreich. Es waren die 4 Siege im Regen. Dann der Trockensieg in Hockenheim und ohne den Heckspoiler-Defekt wäre noch ein Sieg in Monaco gewesen. Den hat aber Lewis Hamilton dann bekommen. Das war das beste Rennen von McLaren in der Saison. Ja, und jetzt spielt der Le Gall Straßensperre. Schalten wir mal auf den Le Gall, der Beißler. Ich will mal den Le Gall unter einschalten, weil der hat mehr Action, gell? Und der duelliert sich mit beide Williams. Der Beißler zieht weg. Ja, und jetzt ist Rosberg vorbei am Le Gall. Beißler kann wegziehen. Ende 21. ist der planmäßige eine Stopp vom Beißler. Rechnest du damit, dass die KI mehr Stopps macht? Manchmal weiß man ja nicht, was für komische Strategien die ja machen. Bei Rosberg weiß man es ja auch nicht. Der hat sich ja auch erst in der letzten 2 Minuten qualifiziert. Also der hat eh Nerven wie Drahtseil. Aber Le Gall ist schon wieder Zweiter. Da hat sich Rosberg verbremst, Novien. Und jetzt ist der Eichert dem im Heck. Also das hilft alles dem Michael Beißler, der da vorne an der Spitze das Rennen kontrolliert. Das muss man ihm schon lassen. In Grand Prix 2 crasht er nur die Leute weg. In Timo Scheider Manier. Hier tut er die Rennen dominieren. Grand Prix World. Dürfen nur nicht den Regen verpassen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, gell? Scheint alles so trocken auszusehen.
Richtig. Und ja, da Gibt schon stellen erste sich dann Highlights, höre tatsächlich ich bei die. Burkhardt und Cem im Boxengassen-Kanal. Schon die Startphase. Da gibt es die Wiederholung von Lukas Bärs Frühstart. Nur wir, hast du auch gerade gesehen. Das war ein halber Meter, ne? In der da hingelegt Ja. hat, der Lukas. Also das war schlecht, dass ich da gedacht habe. Deswegen. Er ist auch ausgeschieden. Ich glaube, der hat sich da auch die Hydraulik kaputt gemacht. Oder es war ein Wir Problem. haben. Oder es war ein Problem bei Lukas Bär schon am Start und deswegen der Frühstart. Aber es entschuldigt das natürlich nicht. Aber Novin, jetzt bist du dran. Rosberg hat abreißen lassen jetzt. Da kann ich mal Le Gall folgen. Fernando Alonso haben wir am Mikrofon und der stinke sauer. Er hat ja eine Disqualifikation, Gesperre für das Rennen gekriegt. Hat er denn gesagt, was los ist, oder kann er sich das nicht erklären, woher diese Sperre kommt? Er kann sich das eigentlich nicht erklären, warum er die Strafe bekommen hat, weil in Belgien wäre er sehr gerne mitgefahren Gilbert und Grün hätte an der auch eine Box, gute Rolle Schmutz an der gespielt. Box. Guck mal, da gehen die hinteren Teams schon früh an die Box. Das wird aber, Einstopp. ja, das ist also kein Einstopp, das rein. Gilbert Grün kriegt noch eine Stop and Go, weil er mal zu schnell in der Box brettert. Sehr schön, Gilbert, bravo. Der blickt's auch nicht in dem Spiel, habe ich schon gemerkt, der Gilbert. Aber in Grand Prix 2 ist auch er einer der Besseren. Frenzen geht an die Absolut. Box. Achtung, Frenzen ist an die Box gegangen. Wir müssen auf den Heinz Harald achten, Novi. Das ist so ein Strategiefuchs. Weiß nicht, was der vorhat. Jetzt kann er den Grün noch dazwischen schieben. Guck mal. Der hat fair Platz gemacht, der Gilbert. Wenigstens das kann er. Aber Frenzen an der Box, Novi. Achte mir mal auf den Heinz Harald, ne? Der ist bekannt für die, wenn es da regnet. Wer weiß, was der da vorhat. Wir wissen es nicht. Aber der Beißler weiß es auch nicht. Der weiß, dass er eine Mission hat, nämlich den Rennsieg. Und Grün sitzt die 10 Sekunden ab, klar. Guck mal, 6 Sekunden, 10, 15 auf Schumacher. Also so ein Platz 6 könnte man schon rauskommen nach dem Stopp, wenn man jetzt reingehen würde. Aber der Stopp dauert Definitiv. natürlich ein bisschen länger, weil wir ja einmal stoppen nur. Es sei denn, es fängt an zu regnen, dann müssen wir wohl noch einmal. Aber das ist ja dann alles positionsbedingt. Man sieht es ja auf der Streckenkarte. Beißler ist schon fast die eine Kurve da unten Vorsprung. Jetzt geht er lang an die Box. Also die hinteren Teams versuchen auch zu pokern irgendwie. Ja, was bleibt ihnen anderes übrig? Ich hoffe, der Lang kommt jetzt nicht ungünstig vor uns raus. Nee, den hören wir mal jetzt da vor der Le Gall schiebe. Nico Rosberg geht an die Box, Novien. Das ist früh. Also da rechne ich damit, du auch, der wird nochmal müssen, oder? Wie die anderen, die jetzt reingegangen Der sind, bisher muss auch. noch mal. Warte mal, wir Auf haben eine jeden Fall Boxenstopptabelle. noch mal. Bergmann in der Box. Schau mal, Boxenstopptabelle, Wagenzustand top. Wo ist denn unsere Boxenstopptabelle? Nico Rosberg 11,2, Novien. Reicht das? Im schlimmsten Fall Da wird, werden wir noch mal reinkommen müssen. Patrick Lange. so wie ich die KI einschätze, ja, Patrick Lang, da muss irgendwas geklemmt haben. Das ist ein abnormaler Stopp. So viel Sprit kannst du gar nicht reinladen. Reichel muss auf jeden Fall noch mal. Also, ich sehe, dass Sicher. die KI macht ja immer komische. Eichert hätte im Moment die schnellste Runde des Rennens. Können wir mal Genau, sagen, dann der Beißler. mit 1,57,557 für die Vollständigkeit halber. Ich würde gerne aber die Vorsprünge und Abstände vom Beißler im Auge behalten. Denn der muss Ende 21. rein. Und da wäre es mir wichtig, Novien, zu wissen, wie sich der Abstand ist. Deswegen haben wir auch überwiegend diese Grafik immer an in den Rennen. Damit wir auch über den Abstand beobachten. Das Spiel ist wirklich wie am Kommandostand, Novien. Du fühlst dich, als wärst du da direkt vom Kommandostand. Taktierst da. Jetzt würde ich mal Platz machen, lieber Force India, lieber Benetton. Das war der Bergold. Der macht fair Platz. Rosberg ist weit zurück. Meinst du, der Ja, der Eichert muss richtig. könnte sich die Chance geben? Matze Schweizer auf der 5. Wir würden ihm gerne Punkt gönnen. Aber Novien, sag mal, Ja. Nico Rosberg, glaubst du, die Chance für Eichert ist da, auf den Rosberg zu schlagen durch die Strategie? Ich glaube, Rosberg vermuten wir nochmal drin. Bei 11,1 ist es halt Aber eine es ist, schwierige Sache, ja, aber es entscheidend war die zu sein. 14. Runde, also das. Beißler Ist wird auf noch. jeden Fall nachher kommen, Le Gall auch.
Der fährt ja sogar noch zwei Runden länger. Nachher gewinnt der Le Gall. Also wenn er das schaffen sollte, Le Gall, dann würde ich ihm das gönnen. Also, wenn er das gelingt, hier zu gewinnen, dann hätte er es verdient. Beißler muss ja nur vor Rosberg ins Ziel kommen. Schweizer in der Box. Platz 5 fliegend, nimmt auch ein bisschen mehr Sprit mit, klar. Natürlich. Aber das ist noch nicht die Zeit zum Einstopp, oder? Runde 17. Nein, eigentlich ab Runde 21, 22. Also genau der Zeitraum, den der Beißler gewählt hat für seinen Stopp. Le Gall wird definitiv mit Runde 25 einen Einstopp haben. Michael Beißler kann das Rennen locker flockig vorne wegfahren. Also das läuft momentan für den Freiburger Michael Beißler. Der Wagen- und Motorzustand ist top. Natürlich Spa und Monza, Wagen- und Motoren mordende Strecken. Starker Wind. Aber das soll uns nicht stören. Also vor Eichert sind es 38. Da fackelt Heinz-Harald Frentzen ab. Ach, das ist jetzt aber bitter, weil Motorschaden, haben wir richtig gesehen. Das ist bitter, weil ich hätte mich jetzt auf eine super geniale, verrückte Strategie vom Heinz-Harald gefreut. Und dann fackelt der Braun ab. Also das ist natürlich auch bitter. Hier mal die. In der Eichert wurde War geschnappt. in der Box, ja. War vorhin geschn in der Box. Marcel Peltz geht rein. Ja, Momentan die DTM ist ja Reihenfolge irgendwie Beißler, Le Gall und DTM. Schumacher. Wer in der DTM ist? Pelz. Peltz, genau, ja, der ist in Grand Prix 2. Der ist in der DTM, fährt bei BMW. Also vom Grand Oh Prix ja. 2 ist er gewechselt. Hier ist er ja noch mit dabei. Eichert hat Rosberg. Ja, das ist ein Duell auf Biegen und Brechen. Wie gesagt, wir lassen unseren Stopp regulär so. Also da werde ich jetzt nichts ändern. Das kontrolliert der Beißler hier schön. In Runde Novien. Jetzt wird spannend. Wir gehen mal auf den Beißler. Der kommt jetzt gleich nach dieser Runde rein. Wird dann hoffentlich genug Sprit mitnehmen. Wir haben ja eingestellt 21. Ich würde ihm gerne aus Sicherheitsgründen nochmal 2 Liter mehr geben, Novi. Nur einfach aus Sicherheitsgründen. Ich hoffe, das Ist ja reicht auch auch. okay. Ist ja auch okay. Ja, die Williams sind schon fast eine Viertelstrecke weg. Dein Liebling, JB in der Box. Novian, meinst du, das reicht nach dem Stopp vor der Williams rauszukommen? Grün, der ist bestimmt auch schon das Locker. dritte Mal an der Box jetzt. Bitte, Gilbert, nicht zu früh auf die Bremse drücken, ne? Und keinem draufbrezeln. Beißler in der Box. Yannick Le Gall übernimmt die Führung. Und er fährt ja noch 2 Runden. So, Beißler, go, Vier go, Runden. go. 4 Runden, genau. Schumacher auch an der Box. Beißler geht raus, das reicht locker flockig vor den Williams Novien. Und schau mal, wie deutlich. Und jetzt gucken wir mal beim Beißler in die Abstände. Nächster Stopp in 23 Runden, das ist Rennende Novien. Und 27 Liter Sprit hat er, das reicht. Der Beißler wird. Das war gut, dass man da noch die 2 Liter nachgeschoben habe. Also in den Tank natürlich, gell? Der Timo Scheider würde es wieder falsch verstehen wahrscheinlich. Ausgeschieden. Eichert raus? Nein, 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 nein. Eichert drin. Hier ausgeschieden, Frentzen und Bär. Das wäre es ja jetzt, wenn wir das verpasst hätten mit dem Eichert. Schau mal, der Le Gall, der konnte das nicht nützen. Schau mal, die Runden mehr, die der Le Gall kriegt. Und guck mal, was war. Der Beißler ist schon von selbst vorbei. Teamorder, kann man so sagen, greift an Vermute einer ich mal Box. nicht, Das Team dass hier. da Teamorder ist. Der Andreas Müller, immer die fighten ganz schön. Hier der Gall, also ich würde mal sagen, Yannick, hold the position, ja, also brezel dem nicht drauf jetzt, ja, aber Le Gall scheint das gut zu managen. Aber das kostet natürlich Zeit, wenn der Le Gall sowas macht hier jetzt. Der muss ja gleich rein. Wenn ich jetzt den Stopp vorziehe, kostet es genauso viel Zeit. Der macht seinen Stopp auch regulär wie der Beißler. Für den Le Gall sehe ich aber schwieriger, dass er vor Williams rauskommt. Obwohl, da ist noch ein Michael Schumacher, der könnte heute ziemlich weit vorne landen. In seinem Wohnzimmer, Novien, wir haben es erwähnt.
Das ist seine Strecke und schau mal, jetzt steht er vor den Williams und das wird dem Beißler sicherlich gefallen, wenn sein großes Idol vor seine Rivale steht, oder? Richtig, klar. Mal der Wagezustand von den beiden Fahrzeugen. Das ist top. Reifezustand beim Le Gall, ja, das ist klar, der kommt jetzt aber dann gleich. Wie viel Sprit hat der? Er kommt jetzt dann aber gleich rein, der Ja, nicht. gute Le Gall, ja. Michael Beisler. Le Gall hat jetzt auch abgelassen. Also der hat jetzt bestimmt. Ja, und jetzt hat er wenig Sprit, aber er kommt jetzt in der Innenrunde. Oh, das war ein Leck, Novien. Ich glaube, mit einem Leck sollte man mal lieber speichern. Sicher ist sicher, gell, Novien. Spielstand 10 und weiter Das geht's. ist klar. Gehen wir mal auf den Le Gall. Der Beißler muss eh nicht mehr stoppen. Aber Genau, der ich Le würde ihn Gall. angehen. Ja, der Le Gall steckt in dem Heck. Das ist natürlich nicht förderlich. Also der Le Gall, würde ich mal sagen, die Positionen vom Beißer sind bezogen. Also Schumacher wird da wohl passieren müssen. Aber die Williams könnte reichen. Da muss der Stopp jetzt aber gut laufen. Schumi wird wohl durchrutschen. Dann ist Schumacher schon Zweiter. Beißler hat jetzt seinen Verfolger aus dem eigenen Team los. Und es regnet. Ja, Novien, das ist jetzt natürlich. Und die Williams kommen noch vor Le Gall, aber das sagt uns jetzt nichts, wenn der Regen Le Gall immer in fünf. Nein, das ist noch viel zu früh, Novien. Aber wir dürfen den Switch nicht verpassen. Ich bereite mal den Beißler auf eine Mischreife vor. Selbe machen wir beim Le Gall auch. Ja, wir müssen ja nicht mehr tanken. Wir haben ja genug Sprit bis Rennende. Zumindest der Beißler hat's. Le Gall muss ich mir das nochmal angucken jetzt gleich. 19 Runden, der hat 22, Beißler 19, 23. Ja, also wir müssten nur noch zum Reifestopp kommen. Wenn überhaupt. Wir behalten mal diese Streckekarte im Auge, Novin, ja? Das ist nämlich die Trockenheit. Starker Regen. Wir dürfen den Switch da nicht verpassen. Die Frage ist, ob mir dann taktiere und den Le Gall erst hole. Also da gewinnt er vielleicht noch das Rennen, das wär's doch, oder? Warum nicht? Wir müssen jetzt da achten, wir haben jetzt für euch die Streckenbedingungskarte angeschaltet, weil vom Vorsprung her können wir auf der Karte sehen, dass der Beißler locker vor der Williams ist. Der wird jetzt auch grün schnappen, der bisher einzig hier qualifizierte Red Bull. 17 Autos noch in der Strecke, wir haben nur 19, also recht wenig gestartet nur hier. Zwei nicht qualifiziert, einer disqualifiziert. Also Nobien ist auch gespannt wie ich, was hier jetzt passieren wird. Und ich habe es geahnt, dass wir hier Regen erleben werden. Das ist bekannt dafür. Und Andreas Habe ich Müller. ja auch angekündigt und Und auch gesagt. Andreas Müller sehe ich im Boxengassenkanal Nobien bereitet Le Gall. Allerdings als erstes vor. Der hat hier die Funktaste bei LEG. Yannick Le Gall. Er wird vielleicht hier ihn zuerst holen. Ist der stark genug für sowas? Ja gut, es geht hier gegen die Williams. Wir dürfen den Beißler nicht verpassen. Aber jetzt reinzuholen wäre fatal. Wir beobachten das auf der Streckenkarte. Deswegen jetzt im Moment die Streckenbedingungskarte. Nicht mehr den Vorsprung. Weil das sehen wir ja, dass das ist ja fast eine halbe Strecke, was der Beißler hat. Der kann locker in die Box. Und wenn es die anderen vorbeiziehen, der schnappt die mit den besseren Reifen. Le Gall kann aber das Tempo gut mitgehen. Gehen wir mal auf die Positionen, Nobien. Also, Michael Beißler führt, Michael Schumacher Zweiter, Nico Rosberg, Michael Eichert, Yannick Le Gall. Und es ist ein McLaren in den Punkten, aber für uns nicht der richtige, nämlich Lewis Hamilton. Schweizer nur Achter, Iceman Siebter, Häkkinen und Vettel. Und jetzt hätte man es da Heinz Harald gewünscht, Nobien. Weil das wäre jetzt seine Chance zum Pokern gewesen, ne? Ja. Die Frage, wann wird's nass werden? Nobian, jetzt mal eine Frage. Soll ich den Le Gall auf Mischreife setzen? In der Hoffnung, dass gleich noch ein Punkt weggeht. Wir würden dann jetzt 2 Punkte verschenken, wenn es schief geht. Aber wir machen's, komm. Wir machen's, Nobian. Wir riskieren Beim Le Gall riskieren wir's. Beißler kann noch warten.
Der kann auch noch unter NASA-Bedingungen fahren. Wir verschenken im Notfall halt dann zwei Konstrukteurspunkte. Aber wenn jetzt die Strecke nass würde, ja, nur wenn ein Punkt in dieser Streckekarte muss noch weg, dann ist Intermediate-Wetter. Dann ist der Ja, der Lückal. Bus. Ja, und der wird jetzt auch erstmal durchgereicht werden, weil wir ihn jetzt doch auf die ungewöhnliche Strategie, ja, sehr trocken noch. Also doch legal, und da wird man jetzt ein Pokerspiel machen bei Beisler Renault. Die KI wechselt auf Trockenreife, ja. Die werden alle nochmal reingehen, wenn es jetzt nass wird. Also das heißt, Rosberg müsste ja so oder so jetzt nochmal rein, wenn es hier nass wird, ne? Richtig. Legal wird jetzt durchgereicht, Novien. Das darf dich nicht wundern, weil der kann jetzt noch nicht zurechtkommen mit der Mischreife. Dafür ist die Strecke noch zu trocken. Wir dürfen den Legal bereite ich jetzt schon mal für Regereife vor. Beißler, mal lasse ich mal noch bei Mischreife. Waagezustand von unseren Fahrzeugen. Ja, das weiß ich, dass du Slicks brauchst, Yannick, aber wir haben die Hoffnung, es wird jetzt gleich ziemlich fett krass nass. Das kann passieren, der Regen wird nicht schwächer. Im Gegenteil. Wir leben hier wieder ein taktisches Rennen. Ah, natürlich mit Regen macht es am meisten Spaß in Grand Prix World zu taktieren. Le Gall ist jetzt natürlich der Loser, der jetzt einbüßt, könnte aber, wenn jetzt gleich schlagartig nass würde, der Gewinner werden, wenn er sich nicht die Reifen kaputt fährt. Also da ist vielleicht doch noch ein WM-Punkt drin für den Le Gall, aber der Doppelsieg, da müsste jetzt dann bald nass werden. So, Mika Häkkinen in der Box, Okay. Novien. Zweifache Weltmeister aus Finnland. Beißler Ein den sehr riskieren. sympathischer Kerl. Natürlich, den Beißler riskieren wir jetzt natürlich noch nicht. Ah, es geht. Nein, es ist noch nicht nass, Novien. Noch einer, aber es könnte sich bald für den Legal auszahlen. Der uns ja zeigt, dass er auf jeden Fall irgendwie noch mithalten kann. Also auch sein Setup scheint zu funktionieren. Beißler haben wir, glaube ich, auch eh mehr auf Regen eingestellt, kann das sein? Also das sollte ihm dann noch. Mischreifen. Nein, im Setup, im Qualifying haben wir den, glaube ich, auch mehr in Richtung Regen gestellt als in Le Gall. Ja, klar, ja klar. Und ich erwarte, dass da noch ein Punkt in der Streckenkarte weggeht. Und dann, Novien, dann hätten wir eine Chance, das Rennen. Wir hätten es wahrscheinlich, würden wir es auch so gewinnen, weil der Vorsprung war jetzt doch schon groß. Also Beißler würde beim Stopp locker wieder rauskommen und er wird die ja auch alle kriegen. Schmutz, was wechselt er? Trockenreifen. Naja, gut, kann man nicht anders erwarten. Le Gall, die Reife werde schon beansprucht, klar. 11 Runden sind es noch in dem Rennen, klar. Und 3 Runden noch in Wheel, bevor dann halt die Sicherungsspeicherung kommt. Genau, ich hoffe, dann regnet es hoffentlich jetzt gleich richtig hart. Weil ich dann nachher nicht mehr Zeitraffern kann. Wir müssen spätestens ab Runde 39 Zeitraffern. Ist dir klar, Novien? Ich Das ist erwarte, mir klar. dass jetzt hier noch was passiert. Le Gall ist jetzt siebter. Schau mal, die Bedingungen kommen dem Le Gall zugute. Rosberg Rosberg jetzt in der in der Box. Soll ich den Beißler auch reinhole? Ja gut, in der Gefahr des Zeitraffers müssen wir. Schweizer. Beißler in Runde. In der Gefahr des Zeitraffers, Novien, müssen wir den Beißler reinholen. Es könnte ja bald regnen. Und du weißt, in der Gefahr des Zeitraffers geht Michael Beißler jetzt in die Box. Also auch hier geht man volles Risiko. Entweder es geht gut, weil wir müssen ja in 3 Runden Zeitraffern. Wenn es nicht gut geht, dann haben wir die WM hier verschenkt, Novien. Das muss uns auch klar sein hier. Das ist uns auch allen klar, Richtig. denke ich. Zwei, das ist der Beißler. Aber es sieht so aus, als könnte es hier gleich zum Regen kommen.
nächste Runde, dann kommt die Sicherungsspeicherung. Genau. Wenn Michael Beißler über die Runde fährt, kommt die Sicherungsspeicherung, der imaginäre Speicherpunkt. Jetzt. Jawohl, Spielstand 10 und weiter geht's. Nochmal zur Sicherheit. Grüße an den Fuchsi, der speichert auch immer gern 20 Mal. Was glaubst du, können wir den Le Gall vielleicht auf Regenreifen pokern? Ne, das ist glaube ich jetzt noch zu früh. Also in Runde 39, liebe Zuschauer, werde ich wohl zum Zeitraffer gehen. Weil sonst können wir das nachher nicht mehr. Es geht hier sehr schnell. Und ihr kennt ja das Problem, dass das sonst abschmiert. Ja, der Beißler hat ja noch Chance, aber er scheint mit der Intermediate jetzt zurechtzukommen. Die Williams hole auf. Es regnet ununterbrochen und jetzt ist natürlich top. Motorenprobleme, nein! Motor checken und Regenreifen. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Also Novian, ich würde mal sagen, wenn der Beißler in die Box geht, Zeitraffer, oder? Ja. Dann müssen wir uns überraschen lassen. Motorprobleme beim Renault-Motor. Nach so einem guten Rennen. Und der Beißler scheidet aus. Nein. Oh Mann. So auf legal hoffen. Und der wird Dritter. Mal ausrechnen schon mal. Ja, wir tun das Rennen natürlich. Ich habe vorhin mal überlegt, ob ich nochmal an den Speicherpunkt zurückgehen soll. Nein, das tun wir nicht. Das wäre ja geschummelt. Aber das ist bitter, denn das Rennen wäre ein Beißler-Sieg geworden. Und schau dir mal an, es hat auch einem anderen nichts genützt, nämlich einem gewissen Nico Rosberg, der ist nämlich auch nicht ins Ziel gekommen. Und wem nützt es? Einem Herrn Eichert. Ich werde wahnsinnig. Also und Novien, also das war ein klasse Rennen. Schade, der Beißler auf dem Weg zur Box, dem hätten wir nämlich Regenreifen gegeben. Dann hätte der nochmal voll attackieren können. Die Strecke war ja nass, Novien. Aber der Beißler hat es nicht geschafft. Der Renault-Motor hat in Spa aufgegeben. Betröppelte Gesichter beim Beißler. Du hast auch gleich ein Interview von ihm zu zitieren. Aber gehen wir mal durch, Novien. Und es ist ein Sieg für einen Spa-Könner. Michael Schumacher im Lotus gewinnt das Rennen in seinem Wohnzimmer. Nochmal Chaos in den letzten vier Runden, gell? Nochmal heftige Regenfall hat's gäbe. Und dass wir den Le Gall auf Regereife gesetzt haben, das war sogar noch gut, dass wir es vom Zeitraffer gemacht haben. An der Stelle entschuldige ich mich wie immer für den Zeitraffer, aber ihr wisst ja warum, weil das Spiel ja abschmiert, wenn der Sechstplatzierte über die Linie fährt am Ende. Und deswegen müssen wir schon seit dem Silverstone Grand Prix den Zeitraffer machen. Tut mir leid, Jungs, an die Zuschauer, die das hier sehen, aber das ist leider so. Ja, ja. Man muss eines dazu vorweg schon mal sagen, ich habe den Fahrer- und Teamwertungsstand aktualisiert auch und man muss dazu sagen, ich war so unglücklich. Und eine halbe Sekunde verpasst er die Punkte. Wieder mal. Und schlägt nicht mal Hamilton. Schauen wir mal rein, Novien. Es gab nochmal Chaos. Ich glaube, Rosberg hat sich ja weggedreht noch auch. Wir werden es gleich sehen. Novien, du sagst mal was dazu. Michael Schumacher hat gewonnen in Spa und es ist keine Überraschung, sein Wohnzimmer. Übrigens schon der zweite Schumacher-Sieg in der Saison im Lotus. Also das natürlich, wenn man guckt, Ferrari, dann ist das Platz 3 jetzt in der Teamwertung. Eichert auf 2. Ja, Novien, da haben wir gesagt, der Eichert ist raus, ja. Der Beißler und der Rosberg müsste ausscheiden. Ja, was passiert in Spa? Jetzt scheiden die zwei tatsächlich aus, ja.
Und der Eichert wird Zweiter. Er hat jetzt nur 6 Punkte geholt. Aber immerhin, er ist 6 Punkte rangekommen. Jetzt können wir der Eichert doch noch dazu schreiben im Moment. Ja, aber bei 24 Punkten, wenn noch zwei Rennen oder drei Drei. Rennen noch übrig sind, dann wird es Drei. schwer. Trotz alledem. Monza, Ja, dann ist es trotzdem Nürburgring schwer. und Suzuka. Ja, aber wenn weiß, wenn die beiden Beißler und Rosberg nochmal ausfallen. Ja, Eichert dann schon. Zweiter und dann freut uns sehr, Yannick Le Gall hat uns Punkte gerettet. Habe auf Williams nicht so viel verloren, nämlich nur 2 Punkte, da Rosberg auch raus ist. Le Gall schafft das Podium, weil wir ihn am Ende nochmal geschafft haben, schnell auf Regenreifen zu setzen. Da hat er sich nochmal von Platz 8 nach vorne buxiert. Und der ist durchgekommen. Beißler ist der Motor hochgegangen, in Führung liegend. Bitter, bitter, kommen wir gleich zu sprechen. Vettel auf der 4, stark. Hamilton 5, Räikkönen 6. Und Schweizer nur 7. Und da hättest du jetzt auch, wo Vettel ist, hättest du jetzt einen Heinz-Harald Frentzen noch hin vorstellen können. Der hätte das nämlich auch noch geschafft. Der wäre vielleicht sogar Dritter geworden noch. Absolut. Dann Häkkinen, Bergmann, Button, Bergold, Pelz, Schmutz, Gilbert Grün, Patrick Lang. Ja. Oh, disqualifiziert wird da noch einer. Ich glaube, ich weiß schon, wer es Ich ist. glaube, Wir Rosberg hat sie werden erwischt. wir sehen. Michael Beißler mit Motorschaden. Heinz-Harald Frentzen mit Motorschaden. Disqualifiziert wurden Lukas Beer und Nico Rosberg. Also der hat nicht nur Frühstart begangen, der Beer hat noch mehr sich geleistet und nicht qual und auch disqualifiziert wurde Alonso. Und nicht qualifiziert waren Coulthard und Barrichello. Nico Rosberg wurde aus der Wertung genommen. Und jetzt ärgert man sich bei Beißler Renault noch mehr. Wenn der Beißler jetzt nämlich in die Box gekommen wäre, man hätte noch was reparieren können, er hätte da noch ein paar Punkte geholt, wäre der Abstand größer geworden. Es bleibt bei 10. Aber das ist doch ärgerlich. Und wir werden jetzt gleich mal die News bemühen, Novien. Werden wir uns jetzt mal den WM-Stand angucken. Ich habe Michael Beißer noch kurz im Interview gehabt. Genau. Im ZIP2-Studio ist er gekommen. Er hat Ins ZDF. zugeschaltet. Ins Nee, FC im ZIP2. 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 Und da sagt er, dass es sehr unglücklich war, aber er freut sich sehr für Yannick. Und ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Wenn er gewonnen hätte, Rosberg disqualifiziert, dann wären es jetzt 20 Punkte Vorsprung gewesen wieder. Genau, und dann wäre das auch so langsam auch Richtung Matchball. Aber das werden wir hier nicht sehen. 10 Punkte, 3 Rennen noch, also da passiert alles. Und Novien, hast du deine Ausrechnung exakt wieder mit dem, was wir hier haben? Ja, das habe ich. 95 Punkte hat Beisler. Das No, in Beisler GP-Team. 104 hat Williams. Ferrari hat jetzt bleibt bei seinen 49. Lotus hat jetzt 54 durch den Sieg von Schumacher, McLaren 20, Warren hat jetzt 10, bleibt bei den 10, Toro Rosso hat jetzt 4 Punkte gesammelt und Honda 1. Und bei den Und Fahrern 69 Beißler, 59 Rosberg, das bleibt spannend Eichert bis 45, Lukas Beer 31, Lang 32. 32, Entschuldigung, 32, Legal 26, Alonso 25, Schumacher Schumacher 9. 29. Genau, ich mache das so von meinem Zettel aus. Ja, du Deswegen. hast jetzt eine Reihenfolge von. Wir haben ja letztes Mal aufgenommen am Montag, glaube ich. Nee, So, kann nicht sein. Sonntagabend. Sonntagabend, genau. Gestern war ja was anders. Genau, und da hast du das ja noch von der Reihenfolge, wie es da war. Ihr seht das Rennen Genau, natürlich das sehe Woche ich für. hier Ihr wieder. seht es ja Woche für Woche, wie immer. Ja, dann Hamilton mit 20, Räikkönen mit 18, Frentzen bleibt bei seinen 10, Und Bergmann mit seinen Sebastian 11. Vettel holt seine ersten Punkte. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Da war ja noch gar nicht in Punkten Vettel. Sogar er hat mehr wie der Genau. Schweizer. Und er ist jetzt sogar drin und hat die ersten 3 Punkte gesammelt für sein Team. Für ihn Das selber auch. finde ich super. Ja, 69,59. Wie gesagt, wenn der Beißler nicht den Motorschaden gehabt hätte, dann wären es jetzt 79,59 gewesen. Es bleibt spannend. Monza ist das nächste Rennen. Dann der Nürburgring, der Luxemburg Grand Prix. Das haben wir euch ja letzte Woche erklärt, warum das so war mit dem Luxemburg Grand Prix. Und dann Suzuka.
Und für Suzuka lade ich schon mal jetzt hier in der Sendung den Novien ein, dass du beim letzten Rennen wieder mit dabei bist. Sehr gerne, danke Weil schön. das wird wohl spannend werden, wenn es hier bleibt bei diesen engen Punkten oder Rosberg abknabbert. Eichert, wir haben es gesagt, der Punkterückstand ist bei 24 Punkten, glaube ich. Ja. Hat ja aufgeholt. Aber er muss hoffen, dass der Rosberg noch zweimal disqualifiziert wird. Der beißt dann noch dreimal der Motor platzt. Dann könnte Eicher noch Weltmeister werden. Ansonsten ist das die Festigung auf Platz 3. Lukas Bär hat ja auch sich nicht mit Ruhm bekleckert mal wieder in Spa. Der muss jetzt aufpassen, dass der Michael Schumacher könnte noch WM-Vierter werden. So wie stark wie Lotus. Und die sind echt stark geworden jetzt zum Saisonende. Le Gall 6. Alonso 7. Auch da geht's noch. Schumacher, Le Gall, Alonso und Hamilton kämpfen um Platz 5. Schumacher kämpft noch um Platz 4. Und Bär noch ganz knapp um Platz 3. Vettel mit den ersten Punkten. Heinz Harald, der wäre hier ein Fahrer gewesen für die Punkte. Bergmann und Button mit einem. Also insgesamt 13 Fahrer in die Punkte. Ist relativ wenig. Aber bei dem Punktesystem war das halt mal so damals. Und ein Gratulation an Novien, der ist wieder mal exakt ausgerechnet. 104 zu 95 sind 9 Punkte. Und das ist nicht viel. Das kann man schaffen. Platz 2 ist, würde ich sagen, jetzt 3 Rennen vor Schluss sicher fürs Beißler-Renault-Team. Aber wenn Williams jetzt noch ein paar Patzer hinlegt, so wie Rosberg-Novien, dann ist auch der Sieg der Konstrukteurswertung drin. Da brauchen wir aber ein bisschen Glück, gell? Richtig. Und ich denke, Vodafone und Red Bull, die das noch Verhandlungen sind, die werden das Rennen beobachtet haben, dass das Team ein gutes Rennen gezeigt hat. Alle Belange. Lotus jetzt 4 Punkte vor Ferrari und wir sind uns einig, das ist für Ferrari jetzt eine Katastrophe. Zum Saisonbeginn waren sie stärker. Zum Saisonende ist es eine Katastrophe, was ich hier erlebe. McLaren ist noch 30 Punkte dahinter. Die werden auch nicht mehr nach vorne kommen weiter, McLaren. Und schau mal, wie es jetzt aussieht. 50, 20, 10. Schau mal, wie es da runter geht. Brawn mit 10, Toro Rosso mit 4 und Honda mit einem. Also 8 von 12 mögliche Teams sind in der Punkte. Das ist bei den Teams okay. Bei den Fahrern sind es ein bisschen wenig. Aber noch alles drin, liebe Zuschauer. Wir speichern erst einmal. Ich mache dann gleich wieder offscreen meine Setups und Testpfade. Da kann mir der Novien wieder über die Schulter gucken. Das machen wir aber offscreen. Ja, und wir gehen wir mal in die News, Novien. Genau, und wir lesen jetzt noch die News. So, ausgeholfen. Fernando Alonso, unerlaubte Fahrhilfe benutzt. Lukas Bär, unerlaubten Fahrhilfe. Wir haben ein Problem. Ja, Beißler ist der Motor abgefackelt, wissen wir. Nico Rosberg, was hat er getan? Oh. Unerlaubte Fahrhilfen benutzt. Jawohl. Honda ist neuer Red Bull Honda Novien. Das ist doch wohl auch mal eine Sache für sich. Oh, schau mal, wir haben hier das Haas. Haas als Sponsor von Honda. Die Richtlinientechnologie benutzt werden darf. Okay. Interessante Neuigkeiten, die wir hier haben. In der Post, wir haben einen Profit gemacht wieder. Und jetzt wie ich gerade mal hier bei FIA die Technologie, was ist erlaubt? Gasgestänge ist erlaubt im nächsten Jahr. Die anderen sind verboten, also Bremsen, Hydraulik, Elektronik, Getriebe ist nicht erlaubt. Gasgestänge. Das kann man auch falsch verstehen. Aber gut, dass der Novien jetzt da wieder lacht, war mir so klar. Wir müssen schnell ins Sponsoring, Novien. Können wir hier was verkünden? Wir können jetzt mit Red Bull abschließen oder wir können Vodafone nehmen. Ich würde Vodafone. Erstens wegen der Langfristigkeit. Wir können die auch einladen zum nächsten Grand Prix. Das passt. Red Bull hat aber uns schon mal einen Vertrag auf den Tisch, den haben wir per Fax bekommen. Aber wir wollen natürlich wegen dem 3-Jahres-Vertrag und dem höheren Geld auf Vodafone schielen. Also, wenn das aber nicht klappen sollte, müssen wir Red Bull nehmen, sonst nimmt ihr ein anderes Team. Richtig. Es bleibt spannend.
Und ja, bei der Hospi. Ach so, ich wollte noch die Bonis gucken. Sprit. Yes! Und jetzt haben wir auch beim Sprit den letzten Sponsor noch, den letzten Bonus. Also, hin jetzt bei Reifen, Motor, Sprit sind wir gut aufgestellt, haben alle Bonis gekriegt. So muss das sein. Hier alle Bonis, hier alle Bonis, hier alle Bonis. Und wir können jetzt eigentlich auch beim Reifen die abziehen und beim Sprit die abziehen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Wie sieht's aus mit Rauch? Da müssen wir was reinstecken, dass wir hier den bekommen. Und wichtig ist ja, bei Vodafone hier einige reinzustecken. 30%. Es ist viel, gell? Und wir könnten ja vielleicht noch mit einem verhandeln, Ich wenn ich würde noch sagen, Psycho. die Seiko-Uhren nehme. Genau, wir haben jetzt hier die abgezogen, weil Teamsponsor ist das Wichtigste. Machen wir ein bisschen weniger, dass wir noch bei Seiko 2 reinhauen können. Ja, es bleibt spannend. Red Bull oder Vodafone, wen können wir uns als Sponsor sichern? Oder haben wir verzockt, dann müssen wir einem der schon bereitstehenden Geldsponsore das verkaufen. Das ist Pokerspiel, was wir machen, ganz klar. Aber wir kriegen auch im nächsten Jahr Geld durch die Fahrernovien, denn ich zeige dir es mal, der Sebastian Vettel bringt uns 9 Millionen mit aus seinem Red Bull Sponsorvertrag. Auch das ist sehr ehrenwert von ihm, gell? Also könnten wir das mit dem Vettel seine 9 Millionen noch überbrücken zur Not, oder? Ja, klar. Also es ist alles drin, liebe Zuschauer. Das muss man echt sagen. Also man kann nicht sagen, dass nicht alles drin wäre. Klar, absolut. Und ja, Genau, ich denke mal. wir gehen so langsam an den Ende. Wir verabschieden uns aus dem Grand Prix World. Vielen Dank für euer Interesse. Beißler mit einem heftigen Ausfall, was natürlich sehr gemurkselt und sehr ärgerlich ist. Schaltet ein am Donnerstag, wenn die heißt Beißler Special Ausgabe Timo Scheider. Schaltet ein, in der Zeit Ja, werdet wenn. ihr das Video dann schon sehen. Genau, das ist dann schon Und lange ja. oben, wenn dieses Video hier fertig ist. Wenn dieses Video Sehr kommt, gut. ist diese Scheider-Special schon lang oben. Aber schaut es euch an, wie wir diskutieren über diese Funkspruch-Affäre. Wie das dann heißt. Ja, schieben wir ihn einfach mal raus, ne? Schieb ihn raus. Ich schieb ja lieber gerne rein. Aber gut, müssen wir jetzt nicht wissen vom Timo Scheider, die Ja, intime denn Details. zum großen Preis des Italien Grand Prix freuen wir uns schon auf den Gast. Wer das immerhin ist, das werde ich dann sicher erfahren. Kurzfristig denke ich mal sehen. Genau, Aber schauen wir Novien. mal, wer es wird. Ich wünsche dem Gast viel, viel Spaß und viel Erfolg. Novien Und ist ja, dann in dann sehen wir uns Suzuka dann wieder spätestens. dabei. Genau, wir sehen uns dann spätestens dann in Japan, Nippon, in Suzuka, in Japan. Sehen wir uns dann wieder. Und ja, derjenige, der Italien und Nürburgring, ich hoffe, Nürburgring inständig ein bisschen für Jake, dass er das machen kann, weil das wäre Ja, für ihn eine den ganz habe ich große auch Geschichte. gedacht. Und an Italien, muss ich ehrlich sagen, hatte ich an den Joker gedacht, den ich auch mal noch gerne in Gast haben wollte. So viel verrate ich schon mal vorweg. Aber es ist nichts fix. Den Joker erst noch anschreibe. Und den Jake. Ja, Jake, Nürburgring. Und da könnte man auch wieder Rege sehen. Das könnte nochmal eine Beißler-Chance sein. Könnte er vielleicht hier noch entscheiden. Wenn er die 10 Punkte bis Nürburgring hält, es regnet, der Motor hält und er gewinnt, ist er Weltmeister. Weil er hat mehr Siege wie Rosberg. Wir sehen es hier gerade. 5 Siege, 4 Poles. Legal eine Pole. Aber 3 Podestplätze schon vorzuweisen. Auch das war nicht so schlecht von ihm. Ja, und genau, mehr gibt es nicht zu sagen, Novien. Ja, folgt uns auch auf Twitter. Genau. Und ja, Hashtag Grand Prix World. genau, Hashtag Grand Prix World, richtig. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann spätestens am Donnerstag. Ich sage auf Wiedersehen. Au revoir, bonne nuit, wie französischer Ausdruck für gute Nacht heißt. Und ja, ich gebe das letzte Wort an Michael. Wie gesagt, nächste Woche ein ausführliches Fotomontage mit mir und dem Niklas Luca, den ich ganz herzlich nochmal grüßen möchte. Und ja, ihr werdet das dann in der Boxenmasse dann sehen. Und ja, keep racing und bis zum nächsten Mal. Euer Novi Normani.
und euer Bundespräsident. Und das letzte Wort gebe ich an meinen besten Freund und besten Bruder, den Michael. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank, Novien. Und ja, von mir gibt es auch nichts mehr zu sagen. Das war's vom Große Brüsts Belgien Spa-Francorchamps. Ja, leider ist der Beißler ausgeschieden. Es hätte der sechste Sieg werden können. Und Monza müssen wir ähnlich aufpassen, denn das ist eine Motorenstrecke, genauso wie Spa. Schauen wir mal, was da geht. Beißlers zweites Heimrennen. Also der wird doppelt motiviert sein. Ich sag schon mal danke an Novien Armani, dass er dabei ist. Wir werden dich in Suzuka wiedersehen. Und euch hoffe ich, ihr bleibt dabei, wenn es in die letzten drei Rennen geht. Drei Rennen, 10 Punkte. Wer holt sich den Titel? Beißler, Rosberg oder vielleicht doch unverhofft kommt auf der Eichert. Ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an Novien. Und dann sage ich schon mal Keep Racing, auf Wiederlorge und bis am Donnerstag dann aus Monza. Auf Wiederlorge, Keep Racing und bis zum nächsten Mal. Euer Bundesbeißler und euer Novien Armani. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.